Man muss immer die Vergangenheit mitnehmen, um wirklich in die Zukunft gehen zu können. Und wenn man vor einem Auto steht und sieht die Formensprache, sieht die Ausstrahlung, die dieses Fahrzeug hat, und sagt dann, ja, das muss ein Mercedes sein. Wenn ich diese Autos so in dieser Reihenfolge sehe, ist es für mich total faszinierend, weil sie spiegeln eigentlich die Geschichte der Fahrzeugsicherheit im Haus Mercedes-Benz wider. 1959 wurden hier, gerade unweit von dem Platz, wo wir heute jetzt gerade stehen, wurden die ersten Crashversuche durchgeführt. Die E-Klasse war ja immer schon ein ganz, ganz wichtiges Fahrzeug für Mercedes-Benz. Es war nach dem Krieg das erste und über einige Jahre auch das einzige Segment. Und da war es natürlich sehr wichtig, dass man die Mercedes-Benz-typischen Eigenschaften wie Sicherheit, Komfort, Qualität und Design natürlich, dass man die auch in der E-Klasse einem breiten Kundenkreis zugänglich gemacht hat. Total beeindruckend, wirklich an den Fahrzeugen noch arbeiten zu müssen im Auto, wirklich erfahren zu können, was es damals hieß, im Auto zu fahren. Deswegen rundum gelungener Tag für mich heute. Mein Favorit ist, glaube ich, die Heckflosse. Sie hat sich wirklich gut gefahren, wenn man sich überlegt, wie alt der Wagen wirklich ist. Also auf der Straße super. Interessant zu sehen, wie sich eine Fahrzeugklasse von der Mittelklasse zur Executive Class gewandelt hat.